Dafür gibt es doch solche Taucheranzüge, Charlie. Die schrecken die Haie ab. Ganz bestimmt. Zumindest halten sie im kalten Wasser warm. Schuhe gibt's auch. Da ist das schicke Meeresoutfit doch komplett. Die nächste bitte. Eigentlich habe ich ziemlich viel Angst vor Haien. Das heißt, ich habe auch probiert zu surfen, aber nicht so, ne? Also ziemlich Angst gehabt davor. Und ja, jetzt traue ich mich einfach mal. Vielleicht wird es danach auch besser. Hi, ihr Haie. Gleich kommt Frischfleisch für euch. Im Nebenbecken des Aquariums warten die Mädchen auf das Tete-a-Tete mit dem großen Euler. Nee, ich bereue das auf keinen Fall. Also noch wurde ich ja nicht gebissen. Ich glaube, ich bereue es erst, wenn ich gebissen wurde. Dass ich jemals mit einem Hai im selben Wasser schwimme. Nee. Also ich habe noch vor ein paar Tagen gesagt, dass ich Leute krank finde, die sowas machen. Jetzt stehe ich hier selbst. Okay, we'll see you later. Erstmal habe ich gedacht, nee, ich will eigentlich gar nicht so, lieber im Trainingsbecken noch ein bisschen bleiben und noch ein bisschen probieren. Aber das ging halt irgendwie alles so schnell. Und dann, ja, auf einmal waren wir drin und dann direkt ein Hai entgegengeschwommen gekommen. Und zwar Wahnsinn. Willkommen in der freundlichen Meeres-WG von Ocean World. Hier leben Ammenhaie, Rochen, Meeresschildkröten. Zu Gast Charlie und Katrin. Wo steckt eigentlich Charlie? Da hockt sie. Es war krass, mit Haien zu tauchen. Also, ich hatte auch extrem Schiss. Vorsicht ist wohl geboten, Charlie. Denn nicht immer weiß man so genau, was gerade hinter einem passiert. Okay, liebe Zuschauer, Ammenhaie sind riesig, werden 3 Meter lang, sehen wild aus, fressen aber nur Kleingetier wie Krebse. Für Charlie und Katrin keine Gefahr. Und, wie war's? Kannst du diese maritime Exkursion prägnant zusammenfassen? Geil. Ich hatte aber ganz viel Angst. War schon irgendwie beeindruckend, wenn dann ein zugeschwommen kommt, der Mund so halb offen und dann, ja, schon sehr seltsam. So. Das ist schon echt krass, die sind riesengroß, also die waren 3 Meter lang oder sowas. Und wenn die so an dir vorbeischwimmen, ist es schon heftig.